Unruhige Momente für Covid-Dissidenten in Russland. Russische Medien veröffentlichen Informationen über einen unglaublichen Abfluss von persönlichen Daten derjenigen, die sich illegal Dokumente über eine Corona-Impfung beschafft haben. Erweist sich diese Information als richtig, müssen Hunderttausende Bürger mit Strafverfolgung rechnen. In Russland ist es möglich, sich illegal Dokumente über eine Coronavirus-Impfung sowie den dazugehörigen QR-Code zu beschaffen. Es gibt nicht wenige, die derartige Dienstleistungen im Internet anbieten. Mindestens 500.000 russische Bürger alleine aus der Moskauer Region sollen, glaubt man den Veröffentlichungen, diese Dienstleistungen in Anspruch genommen haben. Die Daten dieser Bürger kann man nun käuflich im Internet erwerben. Russische Medien haben sich mit Verkäufern dieser personenbezogenen Daten in Verbindung gesetzt und erfahren, dass ein Datensatz bestehend aus 1000 Eintragungen für $120 zu haben ist. Ersichtlich sind die kompletten Passangaben, die Sozialversicherungsnummer, die Krankenversicherungsangaben, die Telefonnummer und der Wohnort der Person sowie das Datum, wann die Person das gefälschte Zertifikat erhalten hat. Kommentiert werden verschiedene Varianten, wie diese Datenbanken zustande gekommen sind. Eine Variante ist, dass Hacker in die Datenbank derjenigen eingedrungen sind, die die illegalen Dienstleistungen anbieten. Die zweite Variante ist, dass die Anbieter dieser illegalen Dienstleistungen gleich zweimal verdienen wollten. Einmal über das Ausstellen der illegalen Zertifikate und ein zweites Mal über den Verkauf der Personendaten. Weitere Befürchtungen gehen nun dahin, dass die Angaben genutzt werden, um die Personen zu erpressen, die sich ein illegales Zertifikat haben ausstellen lassen. Man schlägt den betroffenen Personen vor, ihre Angaben aus den Datenbanken zu löschen. Dafür muss aber bezahlt werden. Sollten sich die Informationen als richtig herausstellen, so erwartet die Inhaber gefälschter Zertifikate ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Sollte man nachweisen können, dass der Inhaber eines gefälschten Zertifikates Träger des Virus und es zu Todesfällen in seinem Umfeld gekommen ist, könnte ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet werden.